Liebe Geschwister, ich grüße euch herzlich in Jesu Namen. Der Ort, wo ich mich nun befinde, ist ein weltbekannter Ort. Im Jahr 1945, während des Zweiten Weltkrieges, sind mehr als 7 Millionen Menschen verstorben. Davon sind ca. 200.000 Soldaten auch verstorben. Ständig gab es Todesfälle. Wie sollte man den Krieg beenden? Denn Japan war sehr kritisch, den Krieg voranzutreiben. Aus diesem Grund entschieden alle anderen Nationen der Welt einen Atombombenanschlag auf Japan. Die Ziele, die sie aussuchten, waren die Städte Hiroshima und Nagasaki. Im Jahre 1945, am 6. August, wurde entschieden, dass die erste Bombe auf Hiroshima fiel. Die Bombe hieß auch Little Boy. Diese Bombe verursachte einen sehr großen Schaden von mehr als 9,5 Millionen Menschen, die ihr Leben verloren haben. 3 Tage danach, am 9. August, fiel die zweite Bombe Fat Man auf die Stadt Nagasaki. Die Bombe hat den Namen wegen ihrer Größe. In diesem Museum könnte man auch die Modelle der Bombe sehen. Hinweise über die Zerstörung sind vorhanden. Es bricht einem das Herz, diese Sachen zu sehen. Denn diese Bombe verursachte das Schmelzen von Gebäuden und Stahl. Was wäre mit Menschen denn geschehen? Man hat nur die Knochen der Menschen gefunden. Es gaben sehr viele Kinder und Teile von Kirchengebäuden, die aufgefunden waren. Es hat eine sehr große Zerstörung verursacht. Zu der Zeit lebten in diesem Bezirk ca. 2,5 Millionen Menschen in Nagasaki. Darunter sind 75.000 verstorben. Weitere 75.000 wurden schwer verletzt und bräuchten Versorgung in der Stadt Nagasaki. Nun sind 80 Jahre vergangen. Nach dem Bombenanschlag kam das Weltkrieg zu Ende. Es gab ein Ende zu dem Blutbad, an dem alle leideten. Nach diesem Ereignis wurde entschieden, dass kein Atombombenanschlag mehr geben soll. Die Vereinigten Nationen wurden gegründet. Alle Nationen der Welt haben dies vereinbart. Dennoch haben alle Nationen Atombomben bei ihnen. Die Waffen der Zerstörung haben auch mit Stickstoff Bomben gefunden für die Zerstörung. Dies ist eigentlich üblich in der heutigen Welt. Also nun, wollen wir nun wissen, was der Herr uns heute mitteilen möchte? Durch Psalm 34, Vers 7 lesen wir wie folgt. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, so ihn fürchten, und hilft ihnen aus. Seid ihr nun gottesfürchtig, dann wird der Herr dir auch beistehen. Er hat seine Engel geschickt. Wo immer ich auch gehen mag, ist die Gegenwart Gottes immer bei mir. Und ich glaube sehr fest daran. Herr, ich lobe und preise dich für die Engel Gottes, die du mir geschickt hast. Egal, ob ich im Auto, im Flugzeug oder im Zug unterwegs bin. Egal wo du sein magst, du hast uns deinen Schutz versprochen. Ich lobe den Herrn für den Schutz der Engel, er mir gegeben hat. Denn ich glaube an das Wort Gottes. Ich glaube an den Gott, der von der Bibel stammt. Ich habe mehrmals gespürt, dass Gott mich beschützt hat. Auch in unserem Leben begegnen wir jeden Tag Gefahren, von denen uns der Herr beschützt, aus Gefahren. Der Grund dafür sind die Engel, die von Gott stammen. Obwohl sie unsichtbar sind zum Auge, kann man ihre Gegenwart spüren und auch den Schutz. Wenn ihr die Bibelverse liest und ihn lobt, könnt ihr die Engel sehen. Aus diesem Grund sollten wir den Herrn loben und preisen für all dem, was er für uns getan hat und uns beschützt. Dennoch möchte Gott, dass die Engel nicht gelobt werden. Ganz wichtig ist, dass die Engel
nicht angebetet werden, denn all Ruhm gehört dem Herrn. Denn die Engel Gottes sind seine Diener und wir sind seine Kinder, die von Gott gesandt wurden. Wenn ihr an all dieses glaubt, wird ihr unbedingt einen Schutz von unserem Herrn bekommen. Ihr müsst nur daran glauben, dass der Herr da ist, um euch zu beschützen, mit der Entsendung der Engel, die von Gott stammen, unter der Bedingung, dass du gottesfürchtig lebst. Aber Gott gibt dir keinen Schutz, wenn du zum Laden gehst, Alkohol zu kaufen. Gott gibt keinen Schutz für die Fälscher, Räuber und diejenigen, die andere Menschen betrügen. Dieser Schutz ist nur für die Gottesfürchtigen, die ehrlich leben können. Willst du dich nun dafür widmen? Dann bedankt euch bei dem Herrn, indem ihr ihn lobt und preist. Die Engel sind immer bei mir, um mich zu schützen. Ich danke dir für dieses Privileg. Auch nun sind Engel um mich herum unsichtbar, mich zu beschützen. Ich lobe und preise den Herrn, dass er die Engel geschickt hat. In Jesu Namen. Amen. Amen.